Also wenn ihr einen Rebstock pflanzt, ist das, diese Spaten hier, das beste Werkzeug, das ihr haben könnt. Zusammen. Es ist Mittwoch, der 9. Mai und heute werden wir Reben anpflanzen. Wir zeigen euch, wie ihr einen Rebstock pflanzen könnt und wir zeigen euch auch, wie wir unsere Rebstöcke pflanzen. Kommt mit! Das sind unsere Merlot-Reben. So sieht das aus. So sieht das aus, wenn die vom Rebstock kommen. Schaut her. Ah, schön. Super tolle Wurzeln. Seht ihr das? Das sind richtig gute Wurzeln, so dicke. Das ist richtig gut. Das ist so ein einzelner wurzelnackter Rebstock. Hier oben, das ist die Veredelungsstelle. Das ist hier aufgepfropft. Das unten ist die Wurzel, die ist amerikanisches Holz. Die Veredelungsstelle hier oben, das ist das europäische. Also nur das hier oben ist der Merlot. Und hier oben wachsen dann die neuen Trieben raus. Und gepflanzt wird etwa diese Tiefe. So, jetzt müssen wir vorbereiten zum Pflanzen und wir brauchen viel, viel Wasser. Schneiden die Wurzel, dass man sie besser pflanzen kann. Und das regt auch gleichzeitig die Wurzel wieder an, dass sie schneller wächst. Jetzt gehen wir am Pflanzen. Immer genügend Wasser mitnehmen. Die Hälfte haben wir schon verloren. Aber es reicht. Das ist unsere Anlage hier. Heute werden wir etwa die 600 Rebstöcke vom Merlot pflanzen und ich zeige euch mal, wie das geht. So, ein bisschen Wasser mitnehmen, die geschnittenen Rebstöcke mit der Wurzel hinein. Die Wurzeln müssen immer feucht sein, immer feucht, darf nie austrocknen, das ist ganz wichtig. Ein Schuss Erde. So. Das ist dafür da, dass schon ein bisschen Erde an der Wurzel ist, dass der Wurzelschluss gut ist und schon ein bisschen klebt. So, stehen wir mit dem. Das passende Werkzeug. Also wenn ihr einen Rebstock pflanzt, ist das, diese Spaten hier, das beste Werkzeug, das ihr haben könnt. Wenn ihr zu Hause mal einen Rebstock pflanzt, könnt ihr so pflanzen. Das geht nämlich so, einen großen Graben machen. Das Pflanzloch sollte etwa eine Spatentiefe tief sein. Da muss man schauen, dass hier im Loch innen eine kleine Schräge hat. Momentan ist ganz schlimm, der Boden ist extrem trocken. Man muss immer schauen, dass gut bewässert ist. Ich nehme jetzt eine Handvoll feuchte Erde.
einen Rebstock nehmen. Die Wurzel schneidet man immer etwa 8 cm lang. Da kann man sie schön in das Loch hineinlegen. Etwa eine Handbreite Abstand über den Boden. Dann sucht man sich ein bisschen gute Erde. Drückt die auf die Wurzel, dass sie einen guten Wurzelschluss hat, die Wurzel. Und macht dann das Loch wieder zu. Immer gut festhalten, dass die Rebe am Sticken ist. So. Andrücken und zumachen. So. Und schon hat man eine schön gepflanzte Rebe. Es geht etwa 1-2 Wochen, bis die ersten Triebe kommen. Aber da hat man Zeit, kann man ein Glas Wein trinken oder so. Kommt das super. Und anbinden nicht vergessen. Andi ist schon fleißig. Ich hatte gerade noch 3 Telefonate. Ja, geht der Schatz? Ja. Jetzt bin ich auch wieder hier. Super. Puh. Schweißtreibend, oder? Anstrengend, ja. So. Im letzten Video haben wir die Stickel markiert. Jetzt hat es schön eine Linie, sind alle schön gerade, wie ihr sehen könnt. Und falls ihr das Video nicht gesehen habt, könnt ihr hier oben, könnt ihr den Link anschauen. Das war ganz, ganz spannend. Andi, geht's bei dir? Ach, überhaupt nicht. Der Boden ist viel zu trocken. Das Loch fällt immer zusammen. Es ist extrem trocken und einfach mühsam. So geht das irgendwie nicht weiter. Hast du eine Idee, was man sonst noch machen könnte? Es müsste etwas feuchter sein. Ich habe eine Idee. Mal was Neues zum Testen. Wir machen jetzt ein Loch, wir bohren ein Loch mit dem Wasser. Pflanzen es direkt rein, bewässern direkt und verschließen es mit dem Wasser wieder. Ich habe es noch nie gemacht, aber es hat auch funktioniert. Drückt die Daumen. Und wie geht's? Eigentlich sehr gut, ich bin überrascht. Den Trick habe ich jetzt draußen, den Bogen habe ich draußen. Jetzt weiß ich, wie es geht. Man muss einfach nicht zu tief Wasserloch bohren und dann ein bisschen hier hinein. Und dann hält das Bomben fest. Wir sehen es, wenn es wächst oder treibt. Mal gucken, was passiert. Gut. Raus! Hallo! Hallo! Meine Güte! Wunderbar! Ah, das geht tiptop, ich bin richtig cool. Motiviert. He? Ja. Und dieser Merlot, der ist super, ja, jetzt. Jetzt kommt der Merlot hier hinein, in diese Anlage. Was sind 600 Stück? Ja, irgendwie so 600 etwa, ja. Genau. Und der Merlot ist schon ein ganz toller Wein. He? Der ist Hammer. Das ist super. Also die Leute, die reißen uns den Merlot fast zu Hände raus. Ja. Wir haben schon lange keinen mehr, oder? Und ja, jetzt warten alle auf den Herbst, bis er endlich bereit ist. Bis er neu abgefüllt ist, ja. Ja. Darum pflanzen wir unbedingt noch einmal an. Du warst ja auch in der Lehre mit Merlot beschäftigt eigentlich, oder? Ja, ich war ja im Tessin. Gell, bei? Beim Dani Huber. Dani Huber, ja. Im zweiten Lehrjahr war ich im Tessin, im Alcantone. Auch ein super schöner Betrieb. Ja, und dort hatte ich ganz viel Merlot und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es ist ja eine Traubensorte, die super gut wächst bei uns.
Ja, die wächst super. Also das Klima für uns ist optimal. Eben, es hilft uns auch, dass die sogenannte Klimaerwärmung oder die Klimaerweiterung, wie man sagt, aber das, seit wir mehr Sonne haben und es wärmer wird, wachsen auch so super tolle Sorten bei uns. Priska, und genießt du die Sonne? Ja, es ist herrlich, danke. Ich glaube, wir müssen noch 1-2 Stücke pflanzen. Ja, bin ich auch dafür. Also, Schere, Stein, Papier, Apero oder Arbeit? Arbeit. Gibt kein Schere, Stein, Papier. Nein, Schnick, Schnack, Schnuck. Nein, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Das gibt's ja nicht. Schere, Stein, Papier. Tick, 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 arbeiten. Arbeiten. Also, gehen wir arbeiten. Ich hab gewonnen. Geht echt super mit dieser Bewässerung und dieser Technik. So haben die Reben gerade ein bisschen Wasser natürlich in dieser trockenen Zeit. Und bist du auch zufrieden? Ja. Ist ja mega. Ist ja super, geht genial. Mit dieser Wasserlampe hier. Ja. Jedenfalls, es geht tiptop. Also wir haben einen guten Wurzelschluss, also ganz wichtige Wurzeln müssen halten. Wir haben bewässert. Das ist genial. Was will man mehr? Also, ja, das funktioniert gut. Man muss einfach schauen, dass man nicht das Loch zu groß macht, sondern eng und dann mit dem Wasser noch mal ein bisschen nachspritzt, dass die Wurzel gut hält. Also puh, ich bin zufrieden. Es ist genial. Aber heiß. Es könnte wieder mal ein bisschen regnen. Ja, ja, kommt schon noch. Jetzt müssen wir das Wetter mal genießen. Ja, machen wir vorwärts. Ich habe noch viel zu tun. Wow, der ist ja voll, hey. Ja, 300 Liter, 300 Kilo. Handbremse ist angezogen. Ja, Gott sei Dank. Schau, Priska, haben wir mitgebracht. Ah, super, ja. Wachstumshüllen, das sind die schönen Gewächshäuser, die kleinen. Genau. Die kommen jetzt noch, über die Rebe. Schaut her. Können wir gerne, ja. Und das Coole ist, hier drin hat es sechs kleine Dinger. Die kommen jetzt platzsparend. So, kommen die über die Reben. 1, 2. Ups. Nein, jetzt ja. So. So, und so eine. Super. Jetzt haben die Reben wieder schön warm. Das ist wie ein Gewächshaus. Jetzt geht es noch etwa irgendwie zwei bis drei Wochen. Dann sind sie soweit und die ersten Triebe werden dann rauswachsen. Und sobald es soweit ist, seid ihr sofort mit dabei, wenn die ersten Triebe rauswachsen. Ja, beim nächsten Rebrundgang können wir gerade schauen, was die Kleinen machen. Genau, das werden wir so machen. Jawohl. Für die, die es interessiert, diese Pflanze, das ist der Merlot. Mit der Unterlage, also die amerikanische Wurzel, ist die 8b. Das ist so für diese Kalklage, für die Kalkboden überhaupt sehr gut geeignet. He? Genau. So, wir haben noch ein bisschen Arbeit. Wir sind noch nicht so weit gekommen. Nein, trotz wie gedacht haben. Ohne Apero. Ja, das Filmen dauert immer ein bisschen länger, als man wenn man nicht filmt. Aber wir nehmen euch auch gerne mit und zeigen euch alles, auf jeden Fall, was wir so machen. Ja, dann wünschen wir euch, wir hoffen, es hat euch Spass gemacht, wie immer. Ja. Und Daumen nach oben. Genau, mach die Daumen nach oben und sag, jawohl, genug Wasser, die Reben wachsen gut. Wir wünschen euch viel Glück für diese Neuanlage. Also, haut auf den Daumenknopf, drückt uns fest die Daumen. Genau, und macht es gut. Wir sagen in dem Fall, tschüss.